Drei Wochen nach der Brandkatastrophe des Grenfell Towers im Herzen Londons geht die Bergung weiter. Mittlerweile wurden 87 menschliche Überreste im abgebrannten Hochhaus gefunden. Erst 21 Opfer können identifiziert werden. Die Arbeiten im Grenfell Tower dürfen sich bis Ende des Jahres hinziehen. In 23 der 129 Wohnungen des Hochhauses können die Einsatzkräfte keine Überlebenden finden. Vermutlich sind dort alle Bewohner gestorben. Außerdem wird befürchtet, dass viele Menschen illegal im Sozialbau wohnten und ums Leben gekommen sind. Jetzt werden alle Hochhäuser in England auf ihre Sicherheit geprüft. Von den bisher 202 überprüften Gebäuden kann kein einziges den Test standhalten. Alle fallen bei der Überprüfung durch. Das Feuer im Grenfell Tower entfacht am 14. Juni wegen eines defekten Kühlschranks. Die Fassade des 24-stöckigen Hochhauses entpuppt sich als stark entflammbar. So breitet sich das Feuer rasend schnell aus und innerhalb von nur 3 Stunden brennt fast das ganze Gebäude. Das an der Grenfell Tower Fassade verwendete Material wird jetzt weltweit nicht mehr für die Verwendung von Hochhäusern verkauft, so ein Sprecher des US-Herstellers Arconic.